Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem Live und in diesem Video machen wir etwas ganz Besonderes. Wir gehen anhand von stummen Karten alle Länder und alle Hauptstädte durch. Ich mache das vor euch, ja. Wir fangen an mit Europa, dann gehen wir zu ganz Asien, dann machen wir ganz Südamerika und dann machen wir ganz Zentralamerika, Leute. Das hört sich vielleicht krank an, aber wir werden das machen. Ich werde euch das zeigen. Mit dem Finger zeigen, weil sonst wird er abgehackt, wie ihr seht, weil das ist ein Greenscreen, seht ihr das? Also muss ich leider, wir nehmen das da hier zum Zeigen. Okay, Leute, los geht's, Leute. So, also stumme Karte, ne? Alle Länder und Hauptstädte, los geht's. Wir fangen von hier an, von unten. Portugal, Lissabon, Spanien, Madrid, Frankreich, Paris, Luxemburg, Luxemburg, Belgien, Brüssel, Niederlande, Amsterdam, Großbritannien, London, Irland, Dublin, das ist Island, Reykjavik. So, Norwegen, nein, wir machen da, da ist noch Dänemark. Dänemark, Kopenhagen, Norwegen, Oslo, Schweden, Stockholm und Finnland, Helsinki. So, da machen wir da unten weiter mit den baltischen Ländern. Estland, Tallinn, Lettland, Riga, Litauen, Vilnius. Da machen wir hier weiter bei, Moment einmal, hier bei Weißrussland. Weißrussland, Minsk, was ist das? Ukraine, Kiew, dann gehen wir darüber auf die Seite. Polen, Warschau, Tschechien, Prag, Österreich, Wien. Da haben wir Slowakei mit Bratislava, Ungarn mit Budapest. Hier auf der Seite zwischen Ungarn und Rumänien, seht ihr das? Dieses eingequetschte Land zwischen Ungarn und Rumänien. Das ist Moldawien, die Hauptstadt Chisinau. Ich kann auch alle Währungen dazu machen, aber dafür haben wir nicht genug Zeit. Darunter, so, Moment. Es sind die Kommentare im Weg, Leute. Aber ich kann es trotzdem erkennen. Also, darunter haben wir Bulgarien mit Sofia, dann haben wir Griechenland mit Athen. Oberhalb von Griechenland haben wir Albanien mit Tirana. Dann haben wir daneben Mazedonien mit Skopje. Darüber, ich muss die Kommentare wegmachen, Leute. Die Kommentare stehen mir im Weg. Sonst sehe ich nichts. Warte. So, jetzt sind alle Kommentare weg. Jetzt habe ich freie Sicht. Also, wir sind endlich, das schaut doch viel besser aus. Endlich. Also, wir haben hier Ukraine mit Kiew. Wie gesagt, zwischen Ukraine und Rumänien ist ein kleines Land, das heißt Moldawien. Die Hauptstadt ist Chisinau. Wir gehen weiter nach Rumänien, Bukarest. Ja, Rumänisch ist eine romanische Sprache. Darunter haben wir Bulgarien mit Sofia. Okay, machen wir da weiter auf der Seite. Wir haben hier, wie gesagt, Mazedonien mit Skopje. Dann haben wir hier Albanien mit Tirana. Oberhalb haben wir Kosovo mit der Hauptstadt Pristina. Westlich haben wir Montenegro mit der Hauptstadt Podgorica. Nördlich haben wir Serbien mit der Hauptstadt Belgrad. Westlich haben wir, mal sehen, Bosnien mit der Hauptstadt Sarajevo. Darüber haben wir Kroatien mit Zagreb, darüber haben wir Slowenien mit Ljubljana. Auf der Seite, wir sind noch nicht fertig, auf der Seite haben wir, eins haben wir da ausgelassen, glaube ich, ja genau, Serbien mit Belgrad. Und das war's, Leute. Moment, lass mich noch kurz kontrollieren. Genau, wir haben ganz Europa jetzt abgedeckt. Da ganz im Süden fehlt noch ein bisschen was, Leute. Geh mal ins Detail, ja, wir machen alles. Wir haben gesagt, Italien, Rom, so. Schauen wir uns da diese Inseln an, die da im Mittelmeer schwimmen. Ja? Wir haben hier eine Insel, die gehört zu Italien. Das ist Sardinien. Sardinien mit Cagliari ist die Hauptstadt. Darunter haben wir Korsika und die Hauptstadt ist Ajaccio. Ajaccio. Diese große Insel hier, südlich von, vom südlichsten Italien, ist Sizilien. Die Hauptstadt von Sizilien ist Palermo. Palermo. Unter Sizilien haben wir eine ganz kleine Insel, die sieht man hier nicht. Die heißt Malta und die Hauptstadt ist Valletta. Gehört nicht zum indoeuropäischen Sprachzweig, ja, eigene Sprachgruppe. Gehört zum afroasiatischen Sprachzweig. Eigene Ethnie, keine Caucasian, sondern auch Semiten. So, jetzt haben wir, da ganz im Norden haben wir noch Island, Leute, seht ihr das? Die Hauptstadt ist Reykjavik. Oh, gehen wir noch extra ins Detail, weil ich euch so sehr liebe. Wir haben hier, das sieht man hier zwar nicht, aber wir haben hier im Mittelmeer, östlich von Barcelona, haben wir die sogenannten Balearischen Inseln. Ja, die gehören auch zu Spanien, aber die haben auch Hauptstädte. Machen wir die? Machen wir die, ja.
Also, wir fangen an ganz im Westen und gehen nach Osten. Ganz im Westen haben wir zuerst Ibiza mit der Hauptstadt Ibiza. Dann haben wir Mallorca mit der Hauptstadt Palma de Mallorca. Dann haben wir... Menorca mit der Hauptstadt Mau, jawohl. Somit haben wir ganz Europa gedeckt, Leute. Jetzt machen wir weiter, schnell weiter mit Asien. Jetzt kommt Asien. Tun wir da hier schnell die Folie wechseln. Ich schau mal, ob das geht. Folie wechseln, ja, das geht. Warte. Jawohl, und da haben wir Asien. Boah, urviel Kribbeln. So. Wir machen weiter da mit der Türkei, okay? Türkei, und wir gehen ganz rüber. Ich sage euch alle Länder und alle Hauptstädte. Los geht's. Türkei, Ankara, dann darunter, östliches Mittelmeer. Wir haben... Moment, das Ganze. Nicht die Seite, warte. Libanon, genau, Libanon mit Beirut. Darunter haben wir hier, da gibt es eine Insel, Zypern mit Nikosia. Dann haben wir hier Syrien mit Damaskus. Weiter runter haben wir Israel mit Jerusalem natürlich. Hier zwischen Dings und Saudi-Arabien und Irak. Jordanien mit Amman. Dann haben wir hier die arabische Halbinsel. Dazu gehören mehrere selbstständige Staaten. Unter anderem Saudi-Arabien mit der Hauptstadt Riad. Darunter westlich haben wir... Jemen mit der Hauptstadt Sanaa. Hier östlich haben wir Oman mit der Hauptstadt Muscat. Nördlich haben wir die Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Hauptstadt Abu Dhabi. Weiter nördlich haben wir Katar, Halbinsel Katar, mit der Hauptstadt Doha. Weiter nördlich haben wir Bahrain mit der Hauptstadt Manama. So. Da haben wir zwischen Iran und Türkei dieses Ding da. Das ist der Irak mit der Hauptstadt Bagdad. Das ist der Iran mit der Hauptstadt Teheran. Dann zwischen Iran und Türkei haben wir mehrere kleine Länder. Und Halbrin macht das für euch gerne. Halbrin geht ins Detail mit viel Liebe für euch. Los geht's. Also fangen wir an da ganz im Norden. Ja, dieses kleine Land hier ist Aserbaidschan. Da spricht man eine türkische Sprache. Das gehört zur türkischen Sprachfamilie, genauso wie in Kasachstan. Dazu kommen wir noch, wir haben genug Zeit. Aserbaidschan, die Hauptstadt ist Baku. Da hier daneben haben wir Armenien mit der Hauptstadt Jerewan. Daneben haben wir hier, da ganz im Norden haben wir Georgien mit der Hauptstadt Tiblis. So, jetzt haben wir den gesamten Orient abgedeckt, nichts liegen gelassen. Genau, weiter nördlich von Iran. Dieses Land hier ist Turkmenistan mit der Hauptstadt Aschgabat. Weiter nördlich, da haben wir Usbekistan mit der Hauptstadt Taschkent. Weiter nördlich, der Riese Kasachstan mit der Hauptstadt Astana. So, wir machen jetzt weiter von der Seite. Unter Kasachstan auf der Ostseite, südlich hier zwischen Kasachstan und Turkmenistan, Usbekistan, haben wir Kirgistan mit der Hauptstadt Bischkek. Darunter haben wir, seht ihr das, zwischen Afghanistan und Kirgistan, ein kleines Land, namens Tadschikistan und die Hauptstadt ist Dushanbe. All diese Länder übrigens, Leute, die gehörten früher zu Russland, zum Großimperium Russland, ne? Sowjetunion, USSR. So, somit kommen wir zu Afghanistan hier. Die Hauptstadt ist Kabul. Da gibt es mehrere Sprachen. Man spricht nicht nur Farsi, man spricht auch Pashto, welches man auch in Pakistan spricht. Wir sind ein Nachbarland Pakistan. Da spricht man auch mehrere Sprachen, Pashto, Urdu und so weiter. Ja. Und die Hauptstadt von Pakistan ist Islamabad. Genauso wie in Indien. In Indien spricht man auch Urdu. Indien ist ein Riesenkontinent mit Hunderten von Sprachen. Aber ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, Leute. Wir haben gesagt, wir machen nur Länder und Hauptstädte. Die Hauptstadt von Indien ist Neu-Delhi. Das kann ich euch noch sagen. Der Großteil der Sprachen sind indoeuropäische Sprachen, liebe Leute. Deswegen ist das die größte Sprachfamilie der Welt mit 3,5 Milliarden Sprechern. Aber alles südlich von Indien sind die sogenannten dravidischen Sprachen. Jawohl, dravidischen Sprachen, worunter auch Sri Lanka gehört. Seht ihr das, dieses kleine Baby, dieses Baby von Indien? Dieses Baby hier, keine indogermanische Sprache, dravidische Sprache. Darunter gehört auch Tamil. Kennt ihr Tamil? Die meisten wahrscheinlich nicht.
So, machen wir weiter. Da beim Himalaya, schau mal. Manche sagen, Grenzen sind menschengemacht. Na, in der Natur gibt es keine Grenzen. I beg your pardon. You need to study a bit more, my friend. There are lots of borders. Nature's borders, you know. Nature draws its own borders. Die Natur zeichnet ihre eigenen Grenzen, habe ich gesagt. Es gibt natürliche Grenzen durch Gebirge. Gebirge. Das sind dieselben Gebirge, die die deutsche Welt von der römischen Welt trennt. Ne? Die Alpen. Die Alpen trennen die deutsche Welt von der römischen Welt. Oder dann gibt es die Pyrenäen. Die Pyrenäen trennen die spanische Welt, also Spanien, von Frankreich. Dann gibt es Flüsse wie den Rhein. Der Rhein trennt die französische Welt von der deutschen Welt. Ja? Also es gibt Grenzen, liebe Leute. So, machen wir weiter. Zwischen China, ja, da ist China. Zwischen China und Indien haben wir ein Land namens Nepal. Die Hauptstadt ist Kathmandu. So, wir gehen weiter östlich, da wo mein Finger ist. Östlich von Nepal haben wir ein weiteres kleines Land namens Bhutan. Bhutan. Die Hauptstadt von Bhutan ist Thimphu. Thimphu. So, weiter runter von Bhutan. Hier, seht ihr das? Es ist klein zwischen Indien und Myanmar da. Ein kleines Land, wer kennt es nicht, aber so bedeutend. Bangladesch, Bangladesch, Bangladesch. Die Hauptstadt von Bangladesch ist Dhaka. Warum ist Bangladesch so bedeutend, trotz der kleinen Größe? Die Katzen, die Bengaler. Bengaler, kennst du Bengaler-Katzen? Die sind nur lieb. Bengal, weißt du? Die kommen von da, von Bangladesch, Bangladesch. Was noch so besonders an Bangladesch ist, trotz der kleinen Größe, hat es mehr Einwohner als Russland. Das riesiges Land Russland streckt sich über 3 Ozeane, 9 Zeitzonen, hunderte Sprachen. Dennoch hat es weniger Einwohner als ein kleines Land wie Bangladesch. Ist das dein Ernst? Are you serious? Yes, I'm dead serious. The giant Russia hasn't got more inhabitants than this tiny, tiny, tiny country called Bangladesch with the capital city Dhaka. Let's continue. Jetzt gehen wir weiter nach östlich, liebe Leute. Weiter, ich bin da noch mit euch. Nicht, dass ich weggehe. Wir sind da stehen geblieben. So, wir gehen alles durch, Leute. Ich nehme genug Zeit für euch. Da, dieses Land hier, da, wo mein Finger ist, Myanmar. Myanmar, die Hauptstadt ist Naypyidaw. Naypyidaw ist die Hauptstadt. Könnt gerne mitschauen. Nehmt die Karte raus und schaut mit und lernt auch mit. Dann haben wir hier, kommt jetzt Thailand. Wer kennt es nicht? Thailand, hier zieht sich da runter mit dem Stiefel, teilt sich aber den Stiefel mit Myanmar, okay? Die Hauptstadt von Thailand ist Bangkok, jawohl, Bangkok. So, wir haben gesagt, wir lassen nichts aus, nicht einmal den kleinsten Fleck lassen wir aus. Ich mache mit euch alles, jedes einzelne Land, auch wenn es noch so klein ist. So, dann haben wir östlich von Thailand, hier, dieses Runde, das ist ein Land, das nennt sich Kambodscha. Kambodscha, die Hauptstadt ist Phnom Penh, Phnom Penh. Dann haben wir östlich von Kambodscha ein weiteres Land, schmal und so stiefelartig. Das ist Vietnam, na, das im Krieg war gegen den Riesen Amerika. Vietnam, die Hauptstadt ist Hanoi, Hanoi, Hanoi. So. Dann, liebe Leute, westlich von Vietnam haben wir noch ein ganz kleines, schmales Land. Das ist Laos, Laos, die Hauptstadt ist Vientiane, Vientiane, jawohl. So, wir gehen weiter östlich, jetzt gehen wir mal darüber, damit ihr mich noch seht. So, das da hier, ja. Wir haben hier viele, viele, viele Inseln, ja. Aber nur 2 Länder. Viele, viele, viele Inseln, aber nur 2 Länder. Darunter gehört hier der nördliche Teil dieser Inseln, bestehend aus dem und dem. Das ist Malaysia, Malaysia. Die Hauptstadt ist Kuala Lumpur. So, südlich davon, ja, bestehend aus mehr, natürlich mehr Landesfläche, da und da, ja. Die Hauptstadt ist Jakarta, Jakarta, so. Und somit kommen wir zum östlichsten Teil von Asien. Genau das da hier, mein Finger ist wieder abgehackt. Ah, das da hier, Moment, das, oh mein Gott. Leute, seht ihr das? Das da hier, das da, wo mein Daumen ist. Das ist der östlichste Teil von Asien, eine sehr interessante Insel, sehr divers. Diese Insel, ja, was auch gleichzeitig ein Land ist, hat die meisten Sprachen auf dieser Erde, sagt man zumindest. Ich glaube, Indien hat mehr Sprachen. Auf jeden Fall hunderte von Sprachen,
über 600 Sprachen, viele verschiedene Ethnien auf dieser Insel. Wie heißt die Insel? Wer weiß es? Neuguinea, genau, oder Neuguinea, ja, Neuguinea. Und die Hauptstadt ist, weiß Hybrin die Hauptstadt? Port Moresby, jawohl, Port Moresby. So, liebe Leute, und da geht es noch weiter. Wir haben jetzt hier Ostasien, was wir noch nicht gemacht haben. Da haben wir ein riesiges, wie nennt man das? Eine Insel, die aus mehreren Inseln besteht, nämlich Kyushu, Honshu, Hokkaido und Shikoku. Alles zusammengefasst nennt man Japan. Diese Insel hier ist Japan, die Hauptstadt ist Tokio. Mittlerweile Platz 3 bei den Bruttoinlandsprodukten weltweit. Auf der gleichen Stelle wie Deutschland. Deutschland hat aufgeholt, liebe Leute. USA ist das reichste Land der Welt. Dann kommt China und dann kommt schon Deutschland mit Japan gleich. Deutschland und Japan gleich. Deutschland, Deutschland. Schau mal, es ist knapp, Leute, es ist knapp, ne? So, jetzt gehen wir da weiter südlich. Seht ihr das, liebe Leute? Da südlich, das ist zweigeteilt. Das ist Nordkorea mit der Hauptstadt Pyongyang. Darunter haben wir Südkorea mit der Hauptstadt Seoul. Da haben wir einen ganz, ganz, ganz kleinen Punkt, ja, das sich mit China nicht so gut verträgt. Da, wo mein Zeigefinger ist, das Handy hackt es wieder ab. Machen wir so, so. Seht ihr das? Da, genau da. Da, wo ich hinzeige, die Spitze. Dieses kleine Punkt, ich habe gesagt, ich lasse nichts aus. Das gehört nicht zu China. Das ist ein eigenes Land, ja. Wie heißt das? Wer weiß es? Hier. Taiwan, genau, Taiwan. Die Hauptstadt ist Taipei. Und jetzt kommen wir wirklich zum letzten Land von Asien. Ach so, nein, wir müssen noch die oberen Länder machen. Oh mein Gott, kein Problem. Hybrin hat genug Energie. So, da haben wir hier Philippinen, ja. Auch bestehend aus vielen kleinen Inseln. Wunderschönes Land. Ich liebe Philippinen. Die Hauptstadt Manila. Manila, Philippinen. So, das ist alles Pazifik, liebe Leute. Das hier ist alles Pazifik, während das hier Indisches Ozean ist. So, und wir haben jetzt noch vergessen Zentralasien. Das machen wir auch noch. Und zwar hier, dieses riesige Land, Leute. Wie nennt man das? Kasachstan. Hauptstadt Astana. Aber ich glaube, das habe ich schon gemacht am Anfang. Das hier fehlt noch Mongolei, Ulaanbaatar, genau. So, jetzt haben wir Asien auch abgedeckt, liebe Leute. Wir haben ganz Europa gemacht und ganz Asien, alle Länder und alle Hauptstädte. Jetzt geht's weiter mit Südamerika. Schauen wir mal, wie kann man das da wechseln? Oh, das ist ja wieder Europa. Südamerika. Das machen wir auch. Das ist Zentralamerika. Jawohl. Oh, wir sind jetzt auf einmal in Südamerika. Ich kriege ganz viel Kribbeln, wenn ich das hier sehe. Brasilien. So, Leute, ganz Südamerika. Ich hoffe, ihr schläft nicht ein, denn ich mache die ganze Arbeit. Ihr müsst nur zuschauen. Und die Show genießen. Ich mache das sogar locker im Sitzen. Komm ein bisschen näher. Ganz im Norden, was Nordamerika mit Mittelamerika verbindet, das da hier, Kolumbien mit der Hauptstadt Bogota. Jetzt gehen wir weiter östlich. Venezuela mit Caracas. Da haben wir Englisch-Guyana. Da spricht man Englisch, liebe Leute. Ja. Die Hauptstadt ist Georgetown. Östlich davon ist ein holländisches Land. Oh mein Gott! Ein Land in Südamerika, wo man holländisch spricht. Ich dachte, in Südamerika gibt es nur 2 Meter Latino-Model-Gesichter. So wie mich. Nein, da gibt es auch 2 Meter Holländer-Model-Gesichter. Und zwar da. Das sind natürlich keine Holländer, das sind schon Latinos. Aber halt, holländisch wird hier gesprochen, liebe Leute. Jawohl, die Hauptstadt sogar ist holländisch. Paramaribo. Da, genau da, warte. Ah, der schneidet meinen Finger weg. Okay, dann mach mal so. Der mag meinen Finger nicht. Schau, Leute, mach mal so mit der Spitze, damit ihr mitschauen könnt, ja? Weil dieser Greenscreen schneidet meinen Finger ab. Also, wir haben gesagt, das ist Venezuela. Übrigens, oberhalb von Venezuela haben wir die ganzen kleinen sogenannten niederländischen Antillen. Die gehören zu Niederland. Das sieht man hier nicht. Die sind so klein. Ja, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Also, wir haben gesagt, hier haben wir Englisch-Guyana, wo man Englisch spricht und die Hauptstadt ist Georgetown.
Östlich davon haben wir Suriname. Die Hauptstadt davon ist Paramaribo, niederländisch. Ganz im Osten und somit das östlichste, nordöstlichste Land Südamerikas ist Französisch-Guyana. Da spricht man Französisch. Oh mein Gott, es gibt ein Land in Südamerika, wo man Französisch spricht. Na komm jetzt, Hybrin. Jetzt sei mal lauernd, Hybrin. Wir haben doch ausgemacht, es gibt nur 2 Meter Latino-Model-Gesichter in ganz Südamerika. Jetzt kommst du daher und sagst, es gibt französischsprachiges Land in Südamerika. Ja, gibt es, mein Freund. Es tut mir leid, ich habe noch schlechtere Nachrichten für dich, weil dieses Land gehört sogar zur Europäischen Union und hat sogar den Euro als Zahlungsmittel. Ja, Leute, so ist es. Truth hurts. Machen wir weiter, wir machen keine Pause. So, südlich von Kolumbien, dieses kleine Land hier wurde benannt nach dem Äquator. Diese Linie, die die Erdkugel einteilt in Nord- und Südpolar. Das wurde danach benannt oder vice versa, das kann man jetzt nicht wissen. Auf jeden Fall heißt das Land auch Ecuador. Die Hauptstadt ist Quito, Spanisch natürlich. Dieses Land gleich unterhalb von Ecuador, ja, das ist Peru, schönes Land, Anden, na, alter, viele indigene Völker, die noch ihre eigene Sprache sprechen. Super Land, super schönes Land, na, super Land. Die Hauptstadt ist Lima. Darunter haben wir Bolivien, super tolle Musiker. Kennt ihr diese Straßenmusiker, die so mit der Flöte spielen, zum Beispiel auf der Kärntenstraße, die schauen aus wie Indianer, so urschöne Musik, urviel schöne Gefühle. Die kommen von da, von Bolivien. Ja, die kommen von da. Und die Hauptstadt davon ist La Paz. So, das da hier, das so lang und dünn, so ein dünner, langer, schmaler Streifen da entlang den Andengebirge, wo der Amazonas entspringt. Aber wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Ich mache nur die Länder und Hauptstädte. Da, dieses lange, dünne Land, Chile. Die Hauptstadt davon, Santiago. Jawohl. Machen wir weiter. Das da hier, das übrige hier bis zur Ostküste. Remember, das ist Atlantik, das ist Pazifik. Das nennt man Argentinien. Und die Hauptstadt davon ist Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, amigo. Vale, seguimos más. Por acá. Este país, ¿cómo se llama? Oh, Entschuldigung, wir reden Deutsch. Dieses Land, wie heißt dieses Land, Leute? Uruguay. Die haben damals gut Fußball gespielt. Ich kann mich erinnern, ich habe damals am Super Nintendo gespielt, FIFA Soccer 1997, boah, lange her, gell? Und da war Uruguay eine gute Mannschaft, ja? Ich habe immer Uruguay gewählt, von daher kenne ich Uruguay. Ich habe immer Uruguay gewählt, Uruguay. Die Hauptstadt von Uruguay ist Montevideo, jawohl, liebe Leute. Weiter, dieser Riese hier, Brasilien mit den... Nein, ich sag's lieber nicht, Brasilien. Nein, jetzt haben wir mal ernst. Die Hauptstadt von Brasilien ist... Rio de Janeiro, genau. Und Brasilien hat hier mehrere Besonderheiten. Nicht nur, weil es ein riesiges Land ist, obviously, sondern auch, weil es mit jedem anderen Land grenzt, außer mit Ecuador und mit Chile. Oder? Ja, genau, ja. Man spricht auch Portugiesisch, man spricht kein Spanisch, ja. Alles andere ist Spanisch, alles andere sind 2 Meter Latino-Model-Gesichter. Aber Brasilianer sind auch Latinos übrigens. Als ich in Teneriffa gelebt habe, haben die Spanier alle geglaubt, ich bin Brasilianer. Weil die haben gesehen, ich bin ein 2 Meter Latino-Model-Gesicht und die dachten, ich komme aus Brasilien. Naja. So, ja Leute, haben wir das gemacht? Das ist Paraguay, Leute, zwischen Argentinien und Brasilien. Dieses Land hier, Paraguay, die Hauptstadt Asunción. So, und Hybrin hat noch Energie. Wie versprochen, machen wir noch zuletzt Zentralamerika, die stumme Karte, Leute. Dann machen wir Schluss und wir haben Großartiges geleistet. Nämlich, wir haben alle Länder und Hauptstädte erraten. Blind, na. Es geht nur noch eine Stufe schwerer, wenn nicht einmal Grenzlinien da sind. Das heißt, wenn wir uns die topografische Karte anschauen, ja, das könnte ich auch machen. Aber damit hättet ihr mehr Probleme, weil dann kann ich nicht hinzeigen. Ne? Dann, warte mal.
Ich könnte es euch sogar zeichnen. Na? Ich könnte das für euch zeichnen und alle Länder durchgehen. Somit sind wir in Zentralamerika, liebe Leute. Das da hier, manche sagen, es ist ein Kontinent, manche sagen, es ist kein Kontinent. Für mich ist es ein Kontinent. Wenn Europa ein Kontinent ist, ist das für mich auch ein Kontinent. Das verbindet nämlich Nordamerika, hier ist Nordamerika, mit Südamerika. Ja, das hier, Panama, führt zu, na, Kolumbien. So, jetzt wird es ein bisschen schwer, Leute. Wir haben viele komische kleine Länder, von denen man wenig hört in den Medien und in den Nachrichten, ja. Aber wir schaffen es. Wir fangen ganz oben an, natürlich, Leute, da, wo mein Finger ist. Belize mit Belmopan. Dann haben wir Guatemala mit Guatemala City. Dann haben wir El Salvador mit San Salvador. Dann haben wir hier Honduras, ja, mit Tegucigalpa. Sí, amigo, Tegucigalpa. Dann haben wir hier Nicaragua mit der Hauptstadt Managua. Dann haben wir hier, jetzt muss ich ein bisschen denken, genau, Costa Rica. Costa Rica mit der Hauptstadt San Jose. Und zu guter Letzt, gehen wir darüber, haben wir Panama mit der Hauptstadt Panama City. Und zum Schluss ein Zuckerl für euch. In Panama kann man mit Dollar zahlen, mit amerikanischen Dollar. Und das war's, Leute. Tschüss.